Damit ein Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen Ori and the Blind Forest, die Definitive Edition. Der Grund ist, das Spiel soll ja sehr, sehr schön sein, was ich ja von allen Ecken und Enden gehört habe. Es ist so, jetzt auf der E3 2017 wurde ja offenbar ein zweiter Teil angekündigt von Ori. Und bevor ich den zweiten Teil überhaupt spiele, möchte ich gerne erst den ersten Teil spielen. Das bedeutet, wir werden uns komplett auf die Reise von dem ersten Ori begeben. Und ja, ich bin schon gespannt. Also ich muss sagen, oh, diese Musik, da kriege ich gerade Gänsehaut. Ich finde die richtig, richtig schön. Und egal, ob wie krass das jetzt ja in den Kommentaren von Gronkh, Tyrofin oder anderen Let's Playern zugegangen ist, ich werde diese Kommentare grundlos ignorieren, weil ich möchte nicht, dass Leute wirklich so ihr Verhalten auch hier projizieren auf meinen Kanal, auch wenn ich gerade kaum Zuschauer habe. Ist das mir sowas von egal. Ich bin gespannt, wie dieses Spiel sein wird. Denn boah, gerade Gänsehaut, die Musik ist extrem schön. Boah, ich will wissen, wie das Spiel. Ich möchte gerne dieses Spiel unbedingt spielen. So, dann würde ich sagen, lange nicht drumherum reden, spielen wir. Ein leerer Speicherplatz. Ja, komm, machen wir den ja. Für Spieler, die mehr Story und weniger Herausforderungen möchten. Das bin ich. Und da sind wir schon jetzt offenbar schon im Spiel geschehen. Okay, springen. Ducken kann ich nicht. Ich kann einfach nur gehen. Okay. Schwalbennest. Ich kann nur ganz normal gehen. Nicht laufen oder so. Oh, so. Was ist das? Oh, ist das süß? Oh, das ist richtig süß. Passiert jetzt auch was oder muss ich etwas machen? Oh, genug geschlafen. So, da sind wir jetzt mittendrin. Hui. Also ich kann mich nicht ducken, ich kann nur WASD benutzen offenbar. Ich guck mal eben. Optionen, ob ich noch mehr Optionen habe. WASD, Ori bewegen, Geisterflamme, Stoßangriff, Menü bedienen, springen, Seelenverbindung. Greifen, gleiten, okay. Okay, mehr kann ich noch nichts machen. Hui! Was für eine schöne. Das war ein schöner Tag. Nam nam. Ach, offenbar sind wir. Gehen wir gemeinsame Wege, das ist ja schön. Öffe.
Muss schon sagen, wie komme ich da hoch? Wow, so viele Bäume. Wäre richtig schön gemacht. Komm mit, wir müssen durch. In der schicksalhaften Nacht. Alles sind, die Blumen sind verwelkt, alles ist zerstört worden. Da gab es offenbar noch Früchte. Schnell alles zurück umbringen. Also das Spiel ist extrem gut gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Warum habe ich das bis jetzt noch nicht gespielt? Das ist mir gerade die schöne Erinnerung eingeblendet. Zwischen den beiden. Sehr, sehr schön.
arme Wesen. Okay, jetzt werden wir wieder spielen. Und jetzt hat Hunger. Es hat Hunger. Oh, das arme Wesen. Ach komm, das schaffst du. Oh, es hat Hunger. Als Schreier. Okay. Vorsichtig, vorsichtig. Ach Mann. Das arme Wesen. Das tut mir irgendwie ganz, ganz. Das tut mir echt gerade ganz leid. Schon, das schaffst du. Und da erblüht alles zum neuen Leben. Spiel gespeichert. Okay. Was ist denn jetzt? Ich weiß nicht. Können wir wieder zurückgehen? Au. Oh, oh nein. Lieber nicht. Ich habe nur 3 Leben. Der Weg ist für mich offenbar gesperrt. Das ist schön. Ich glaube, hier ist alles so schön. Aber wohin müssen wir mit Space gedrückt höher so springen? Moment. Also, Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Froschschmalz. Waldsenke. Moment, okay, da komme ich nicht hin. Autsch. Au. Da bin ich zerpufft. Ups, nochmal. Warum muss ich erstmal hier unten lang? Halte S und Space gedrückt und Plattformen. Ah, okay. Oh. Autsch. Ich denke, ich könnte irgendwas damit machen, aber dem ist offenbar nicht so. Ah, hier war was. Du hast ein kleines Geisterlicht gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem Balken hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitenpunkte zu sammeln. Ah.
Moment, So. Jo, da komme ich offenbar noch nicht hin. Was ist da oben? Oh. Oh, oh, oh. Ah, Mist, ich kann nicht schwimmen. Ach, Mann. Das kleine Wesen könnte schwimmen. So. So. Njo. Yay, du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Oh, ach Mann. Ah, verdammt, dieses Ding macht mich fertig. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Ah, perfekt. Ah, okay. Uah. Was war das denn? Du hast etwas geisterlich gefunden. Ach du Schande, was war das denn? Gerade für ein komisches Tier. Das wollte mich fertig machen. Die Seelenverbindung wurde erhöht. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung und tippe E um den Fähigkeitenbaum. Aha. Was haben wir denn hier? Fähigkeitenbaum wiedererwecken. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindung. Neu formieren. Die erste Stelle sind in dem Server. Stichflamme. Jetzt halbiert die Kosten der Stichflamme. Dreifachsprung. Das sind offenbar super Fähigkeiten. Nicht schlecht. Dieser Balken zeigt, wie viel Geisterlicht Ori eingesammelt hat. Absolviere noch 36, um einen weiteren Fähigkeitenpunkt zu erhalten. Achso. Ermöglicht die drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Die meisten Sammelobjekte wurden nun von Ori angezogen. Ich mach das jetzt einfach mal. Vielleicht kriege ich dadurch mehr Punkte. Okay. So. Um das Licht aufzunehmen. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du es möchtest. Oh oh. Und so sammle ich die ganze Energie auf. Interessant. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke, hinter der Höhle, werden wir ihn nicht finden. Vor uns liegt ein Weg. Okay. Zwischen Spieler und Ziel wechseln. Navigieren, Shift zoomen. Kartenlegende, okay.
Neues Ziel, finde den Geisterbaum. Okay. Zack. Dann wollen wir mal. Tab, um die Karte anzusehen, okay. Waldsenke, wir müssen da hoch. Dann nehme ich mal an, wir müssen hier irgendwo durchlaufen. Aha, das ist ja sehr praktisch. Ah, oh, das ist perfekt. Das ist ja super. So kann ich schon mal alles einsammeln. Und so findet das die Sachen zu mir. Das ist perfekt. Das ist super. Wow. Kann ich auch das da oben befreien? Nee, ne? Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Super. warte mal. Ich muss erst mit E speichern, damit ich mit E weitermachen kann. Ermöglicht dir, 3 Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Wiederwecken. Ermöglicht erst eine erneute Benutzen von Seelenverbindungen zu... Achso. Ich nehme erstmal die Flammenpunkte, damit ich ein bisschen stärker werde. Geisterportale sind nur uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch den ganzen Nebel zu reisen. Und das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Oh, das ist sehr gut. Ah, perfekt. Okay, dann würde ich sagen, ich mache erstmal hier an der Stelle Schluss. Danke fürs Zusehen der ersten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.